Hallo und herzliche Grüße aus Frankfurt. Mein Name ist Thomas Goss. Ich bin bei der Helaba zuständig für das Geschäft mit Financial Institutions. Ich habe heute wieder meine Kollegin Sabrina Mies bei mir. Grüß dich, Hallo Sabrina, Thomas, grüß dich. die als unser Senior Analyst und auch Head of Fixed Income Research zuständig ist für alle Updates, die unter anderem Covered Bonds betreffen. Und dies ist, was wir heute vorsetzen. Wir haben bereits zwei Videos produziert, in denen wir eine kurze Gesamtzusammenstellung des Implementierungsstatus gegeben haben. Dann haben wir uns mit Frankreich im Vergleich zu Deutschland befasst. Und heute, in unserem dritten Teil, schauen wir uns Österreich etwas näher an und vergleichen das mit den bisher bereits gemachten Feststellungen in Frankreich und in Deutschland. So, Sabrina, dann lass uns doch mal anfangen. Worum geht es denn jetzt im österreichischen Case? Also Österreich hat ja drei Gesetze in der Vergangenheit gehabt oder noch hat sie noch. Diese drei Gesetze werden jetzt fusioniert zu dem Pfandbriefgesetz. Das hat den gleichen Namen wie in Deutschland. Man muss sich gar nicht groß umgewöhnen und auch bleiben die Pfandbriefe, Hypotheken, öffentliche Pfandbriefe und Schiffspfandbriefe in Man muss also nicht Deutschland. mehr fragen, haben wir jetzt fundierte Bankschuldverschreibungen, haben wir Genau, Pfandbriefe? Ja, okay. das fällt jetzt weg. Alles Pfandbriefe. Alles Handbriefe und die aktuellen Gesetze laufen dann zum Juli 2022 aus. Na Ja, großartig. Und ja. was sind die Hauptaspekte in der neuen Gesetzgebung? Ich würde gerne drei Punkte erstmal hier erwähnen. Das eine sind explizite Beleihungsgrenzen. Das war nämlich vorher nicht überall der Fall. Das hatten wir nur im Hypothekenbankengesetz. Und die kommen jetzt also per Direktive sozusagen hier in das österreichische Gesetz rein. Ganz klassisch 80% für die Wohnimmobilien und 60% für die Gewerbeimmobilien. Wichtig dabei zu sagen ist, dass die Emittenten sich entscheiden können, freiwillig andere Limits anzusetzen. Das müssen sie dann in den Satzungen reinschreiben. Und im Marktstandard haben wir im Moment auch 60% für Wohnimmobilienkredite in Österreich. Und mit Treuhänder, das ist wie in Deutschland, oder? Genau, also interner oder externer Treuhänder hier entscheidet der Emittent. Und vor allen Dingen, was ähnlich wie in Deutschland ist, ist der besondere Verwalter im Insolvenzfall, der nennt sich in Österreich Kurator, der dann hier ins Spiel kommt. Okay, ja, dann gehen wir mal weiter, oder? Was hätten wir denn jetzt an Dingen, die sich unterscheiden? Ich sehe hier gerade allgemein hochqualitative Deckungswerte. Was Ja. hat es damit auf sich? Das kommt durch die europäische Direktive jetzt ins Spiel. Also erst nochmal zu den klassischen, die bleiben, ich habe es gerade gesagt. Und dann, wie gesagt, diese neuen sonstigen hochwertigen Deckungswerte, da gibt die EU in ihrem Rahmenwerk den Emittenten oder den Ländern im Prinzip die Möglichkeit, hier auch mal andere Assets vorzuschlagen. Die müssen aber eine bestimmte Sicherheit trotzdem haben, deswegen heißt das ja auch hochqualitative Assets. Und während die beiden Deutschland und Frankreich sich dafür nicht entschieden haben, wobei indirekt die Flugzeugpfandbriefe darunter fallen tatsächlich, hat sich Österreich ganz explizit entschieden, das mit reinzunehmen. Wir finden das also im Gesetz. Das ist aber noch nicht mit Leben gefüllt. Aber theoretisch könnten dann auch Schiffspfandbriefe oder Ja? Genau, Flugzeugpfandbriefe machen. Flugzeugpfandbriefe, also alles, was hochqualitativ ist, wo man hochqualitative Sicherungsrechte hat, die durchsetzbar sind, wie zum Beispiel eben Hypotheken. Na, da sind wir ja gespannt, was da dann auf uns zukommt. Okay, nächstes Thema wäre dann wahrscheinlich Overcollateralization, ne? Genau. Bei der Überdeckungsquote ja, lehnt sich Österreich an Deutschland an. Das heißt, wir haben hier auch die 2% nominale Überdeckungsquote jetzt bei den Österreichern, wie wir das in Deutschland haben. Und dann, was die Barwertberechnung anbetrifft, das ist in Österreich optional. Da kann der Emittent entscheiden und das dann auch in den Vertragsbedingungen so benennen. Während es in Deutschland Vorschrift ist. Während es in Deutschland Vorschrift ist, gut, dass du das nochmal sagst. Genau. Okay, das nächste Thema nach Überdeckung ist dann wahrscheinlich der Liquiditätsbuffer, oder? Wir kommen wieder zu unserem beliebten Liquiditätspuffer. Ich erinnere nochmal daran, da geht es eben um die Berechnung der Zuflüsse durch Zinsen und Kapital, also aus den Deckungswerten minus den Abflüssen, sprich Zinsen und Kapital auf den Covered Bonds. Die Differenz ist dann der Liquiditätsbedarf. Je mehr Fälligkeiten man hat, desto höher ist der Liquiditätsbedarf. Und das müssen die Institute eben mit liquiden Assets abdecken. Deswegen, also je mehr Fälligkeiten in den nächsten 180 Tagen stehen, desto höher muss dieser Liquiditätspuffer sein, desto mehr liquide Assets müssen vorgehalten werden. Deshalb ist es sicherer für den Investor, wenn die Periode dieser 180-Tage-Messung zur ursprünglichen Fälligkeit Genau, beiträgt. weil Okay. ansonsten würde angenommen in der Berechnung, dass man sie verschieben kann und man hätte gar keine Ausgänge und damit auch keinen Liquiditätsbedarf. Das ist Ja, relativ klar. und da hat sich Österreich für diese konservative Berechnung entschieden, genauso wie Deutschland. Und zur Vollständigkeit halber noch die Franzosen mit der verschobenen Fälligkeit. Na gut, wenn wir gerade von verschobenen Fälligkeiten reden, dann können wir da noch ein bisschen intensiver einsteigen, oder?
Ja, absolut. Da hat sich Österreich mal an Frankreich angelehnt. Also das heißt, hier ist es so, dass es nicht per Gesetz vorgesehen sind, dass alle Pfandbriefe jetzt im Insolvenzfall, bitte immer daran denken, das geht ja hier immer nur um den Worst Case, verschoben werden können, sondern dass der Emittent hier eben entscheiden kann. Das werden wir also auch in den Vertragsbedingungen dann in Zukunft sehen. Das ist ähnlich wie in Frankreich. Wenn wir dann nochmal auf die Auslöser gehen, ist es ja sehr wichtig gewesen zu schauen, dass sie sehr objektiv sind, dass hier also keine Ermessenssache des Kreditinstituts vorliegt. Da ist es so, dass Österreich sehr ähnlich wie Deutschland vorgeht, also automatische Fälligkeitsverschiebung oder also was heißt automatische, sobald eine Insolvenz eintritt oder der Liquiditätspuffer gebrochen wird, das findet hier in Österreich auch nicht statt. Anders als in Frankreich. Also anders als in Frankreich, da muss allerdings dann die Aufsicht zustimmen im letzteren Fall und ansonsten eben die automatischen Verschiebungen haben wir da. Ja, da ist es im Prinzip, wie gesagt, ähnlich wie in Deutschland, das heißt, in der Insolvenz kommt, wir haben es gehört, der Kurator und der kann dann eben unter der Bedingung, dass er denkt, dass wenn er diese Verschiebung vornimmt, auch die Covered Bonds wieder vollständig bezahlt werden, eben diese Verschiebung vornehmen. Aber du hast auf der Folie ja stehen, da gibt es noch weitere Bedingungen. Kannst du da ein, zwei nennen? Ja, also in Deutschland ist es eben so, dass der Sachwalter eben davon auch überzeugt sein muss, dass durch diese Verschiebung eben alle Covered Bonds bedient werden können, dass der Coverpool, also der Deckungsmasse, nicht insolvent wird. Und zu dem Zeitpunkt der Fälligkeitsverschiebung muss die Deckungsmasse auch nicht verschuldet sein oder darf nicht verschuldet sein. Okay. Ja, letzter Punkt, den Verschiebungszeitraum. Da hat sich Österreich dem Standard angeschlossen. Das ist gängig, 12 Monate. Gängig in Deutschland. Gängig in Deutschland, gängig in vielen anderen Ländern, auch gängig in vielen Verträgen. Ich habe ja in Frankreich geschrieben, nicht bestimmt. Das wird sich sicherlich dann in den Vertragsbedingungen wiederfinden. Okay, gut. Ja, nun, nachdem wir über Maturity Extension jetzt intensiver gesprochen haben, vielleicht noch ein letzter Punkt, weil wir haben ja in verschiedenen Ländern verschiedene Instanzen, die über diese Sache entscheiden. Haben wir einen kleinen Überblick, wie sich das auf Europa verteilt? Ja, aktuell? Und da sieht man auch wieder die Ähnlichkeit zwischen Deutschland und Österreich hier in dunkelblau. Also da ist es eben so, dass der besondere Verwalter bei uns in Deutschland der Sachwalter, in Österreich der Kurator eben derjenige ist, der hier entscheiden kann, ob es zu einer Fälligkeitsverschiebung kommt. Und Österreich blau, das ist eben die Aufsichtsbehörde, ich habe es eben erwähnt, im Falle eines Bruchs der Liquiditätsberechnung oder des Puffers. Und wir wollen hier kein Ranking darstellen, sondern einfach nur die unterschiedlichen Instanzen, die da so ist es, genau. Gut, ja, dann bedanke ich mich. Sabrina, war schön, dass wir jetzt diesen kurzen Video-Schnappschuss machen konnten mit der dritten Jurisdiktion in Bezug auf die Implementierung der EU Covered Bond Directive. Vielen Dank, dass Sie sich alle zugeschaltet haben. Es bleibt nicht der letzte Video-Webcast zu dieser Thematik. Wir haben noch ein paar Länder. Insofern werden wir dieses Format noch wiederholen. Wenn Sie Interesse an den anderen beiden Videos haben, die finden Sie auf der Website der Helaba. Sabrina hat auch Research dazu geschrieben, wo das Ganze noch etwas intensiver beleuchtet wird, als es in den paar Minuten hier grafisch darstellbar war. Mein Name ist Thomas Koss, Sabrina Mies hier zu meiner Linken. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie gesund und halten Sie Gedanken an unsere östlichen Nachbarn, die gerade sehr große Probleme haben. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank, alles Gute.